Herzlich willkommen zu Native Power. In dieser Videoepisode stellen wir die optimale Volumenreduzierung und Kompostierung dar. In den vergangenen Jahren hatten wir die Gelegenheit, uns intensiv mit der Kompostierung zu beschäftigen und sind froh, euch aus der gesamten Erfahrung, die wir gesammelt haben, die Informationen weitergeben zu können. Das Ziel ist es, einen hochwertigen Wirtschaftsdünger, ein durchkompostiertes Material zu bekommen, unser schwarzes Gold, was auf den Feldern und auf den Weiden sofort Boden und Pflanzen verfügbar ist. Diese dunkle Masse ist ein vollkommen durchkompostiertes Material, das von den Mikroorganismen sofort aufgenommen wird und im Boden zur Humusbildung beiträgt und auch zur Wasserhaltefähigkeit. Das Ganze beginnt mit der Vertikutierung oder Homogenisierung und bei genauer Betrachtung dieses Bildes ist zu erkennen, wie das homogenisierte Pferdemistmaterial, was direkt aus der Box gekommen ist, auf die Kompostplatte herunterrieselt. Kernstück der ganzen Geschichte ist ein Häcksler oder irgendein Häcksler, der zur Verfügung steht. Und die Reihenfolge ist die folgende. Die Mistreduzierung basiert auf der Kompostierung und die Kompostierung basiert auf der Homogenisierung der Biomasse. Wenn das Material richtig homogenisiert ist und der Pferdeapfel vollständig mechanisch zerkleinert ist, findet auch die Kompostierung in der von uns gewünschten Qualität statt. Die gesamte Kompostierung und auch die vorgestellten drei Methoden basieren auf einem leistungsfähigen Häcksler, der das geeignete Material zur Verfügung stellt. In diesem Falle haben wir uns selber einen Häcksler bauen lassen und konzipiert, um die ganzen Voraussetzungen, die wir brauchen, auch erfüllen zu können. Dieses Horse Manure Distribution System, also der Pferdemist, dieses Pferdemistverteilungssystem, hat eben eine ganze Reihe von Vorteilen gegenüber herkömmlichen normalen Häckslern, die ja meistens für ganz anderes Material ausgelegt sind. Wir haben hier ein stationäres Gerät, was mit einem leistungsstarken Elektromotor ausgestattet ist. Es verfügt über einen Kratzboden, eine Welle zur Portionierung und Zuführung zum Gebläse, dem Gebläse, der den Mist über ein Rohrsystem auf der Mistplatte verteilt. Dieses Rohrsystem hat einen Verteilerkopf, der für den Auswurf in dem nahen Bereich und in dem weiteren entfernteren Bereich ist. Also wir können eine Entfernung von 1 Meter bis 6 Meter leicht abdecken. Dann haben wir eine Seitenverteilung, indem wir manuell das Rohr so drehen können, dass es eben nach links und rechts zu einer gleichmäßigen Verteilung kommt. Über das System wird auch gleichzeitig die notwendige Bewässerung durchgeführt, die wir zur Kompostierung brauchen. Einen speziellen Häcksler, der nur für Pferdeäpfel ist und alles berücksichtigt, was man mit Paddock-Haltung oder mit Offenstallhaltung hat, nämlich ein Pferdeäpfel, der mit leichtem Sand zusammen abgesammelt wird, ist in Vorbereitung und steht demnächst auch zur Verfügung. Die Methoden, die wir entwickelt haben, ist einmal die Pferdemist-Volumenreduzierung um jeden Preis, dann die Pferdemist-Veredelung und Kompostierung, um den Kompost als Wirtschaftsdünger einsetzen zu können und dann die Pferdemist-Veredelung mit Kompostierung und Wärmeentzug von der Kompostierungsplatte. Das ist aber ein in sich geschlossenes eigenes Thema, was nochmal ein eigenes Video bekommen wird. Bei der ersten Anwendung zur reinen Volumenreduzierung sind die Rahmenvoraussetzungen die, dass eine kleine oder fast keine Mistplatte vorhanden ist, keine Lagerfläche vorhanden ist, um den Mist zwischenzulagern und auch eine Nutzung auf den eigenen Weiden oder Koppeln nicht angedacht ist, weil die nicht zur Verfügung stehen. Und ganz besonders dann kommt diese Methode zum Tragen, wenn man in Stadtnähe oder irgendwo regionalbedingt hohe Entsorgungskosten hat. Es handelt sich bei dieser Methode um eine Myzel-Lösung oder eine Pilzlösung. Wir haben mehrere Pilze,
die besonders gute Eigenschaften haben, den Kompost abzubauen, gezüchtet und in diese Lösung hineingebracht, dann dem Häcksler, der das Material klein macht, und am Ende des Tages haben wir eine Volumenreduzierung von ungefähr 80%, und das ist ein ganz erheblicher Vorteil. Die zweite Methode ist die, die wir privilegieren, da sie kaum einen Maschineneinsatz mit sich bringt, keine Veränderung der Arbeitsabläufe mit sich bringt und hochgradig effizient ist. Auf der linken Seite sehen wir auf ungefähr einer Grundfläche von 6 mal 4 Metern den Mist von 4 Monaten, beziehungsweise den bereits kompostierten Mist, also den Kompost von 4 Monaten. Und die Bilder auf der rechten Seite zeigen oben die Lagerfläche im Hintergrund von 4 Wochen Mist. Das ist also mal gerade 1 Meter hoch, 2, 3 Meter tief und 4 bis 5 Meter lang, also so gut wie überhaupt gar keine Fläche, die verwendet wird. Und im Vordergrund liegt der Boxenmist von ungefähr 1 Woche, der noch nicht verarbeitet wurde. Im unteren rechten Bild ist zu sehen, wie der Pferdemist von 1 Woche über den Häcksler gelaufen, auf den bereits 4 Wochen alten Mist aufgeschüttet worden ist. Hier kann man dann in wenigen Tagen erkennen, wie das Material zusammensackt und auch zu einem ganz, ganz geringen Volumen wird. Die Anwendung Nummer 3, Pferdemist, Kompostierung und Heizung, birgt natürlich den Vorteil, dass man Wärme in die eigene Heizungsanlage bekommt, ohne dass eine Verbrennung stattfindet. Nur ist das mit einigen Änderungen der Arbeitsabläufen verbunden und man muss sich sehr klar darüber sein, mit welchem Aufwand das verbunden ist. Und daher widmen wir dieser Anwendung und dieser Methode ein eigenes Video. Mal zur Erinnerung, warum wir das Ganze machen. Wir wollen das schwarze Gold haben, den hochwertigen Kompost aus Pferdemist. Der von uns konzipierte Häcksler nimmt darauf Rücksicht, dass man den Mist, den Tagesmist von 10 Pferden in einem Vorratsbehälter am Häcksler selber einlagern kann, bevor er verarbeitet wird. Die zweite Größe, der HMDS2, ist dann für bis zu 30 Pferden geeignet und bei 50 und mehr Pferden gibt es den HMDS3, der zur Abarbeitung des Materials eventuell 2 oder 3 Mal pro Tag dann auch benutzt werden muss. In Vorbereitung ist wie gesagt noch der Paddock-Häcksler für die Pferdeäpfel ohne Einstreu mit geringem Sandanteil. Die Vorteile, die wir erarbeitet haben, auf einen Blick: Die Kompostierung mit homogenisiertem Pferdemist hat die Vorteile, dass es sich um eine drastische Volumenreduzierung von mehr als 60% handelt. Dadurch erhält man eine Lagerkapazität auf der gleichen Grundfläche, die unter Umständen die vierfache gehäckselte Mistmenge aufnehmen kann. Bei uns sind es in 12 Monaten der gesamte Mist von 8 Pferden auf einer Grundfläche von 6 mal 6 Metern. Wir haben die ganzen Arbeiten eliminiert, die wir früher hatten. Das Zusammenschieben und Stapeln von Mist findet bei uns nicht mehr statt. Es gibt eine erhebliche Einsparung dadurch von Zeit und Maschinenleistung. Also in der Zeit, wo wir auf die Fläche von 6 mal 6 Meter aufgehäckselt haben, wurde bei uns der Trecker auf der Mistplatte überhaupt nicht mehr eingesetzt. Es findet keine Verpilzung von dem Material statt durch die Homogenisierung, die herbeigeführt wurde. Wir haben gleichmäßig kompostiertes Material auf der gesamten Fläche. Die Hygienisierung der gesamten Biomasse findet durch die Temperatur weit über 60 Grad statt. Es gibt keine Wurmeier mehr und auch alle anderen Samen, die sonst Bedenken bereiten, sind eliminiert. Ab 40 Grad stockt Eiweiß und insofern gibt es auch innerhalb der Kompostfläche kaum irgendein Leben von Insekten oder sonst irgendetwas. Nur in den Randbereichen, wo die Temperatur unter 40 Grad ist, tummeln sich die Kompostwürmer und alles, was an kleinen Tieren im Kompost zu finden ist. Wir haben beobachtet, dass es fast keine Mücken mehr gibt.
Den Mücken scheint es auf unserem neuen Mist und auf unserer neuen Kompostplatte viel zu warm zu sein. Dann haben wir für uns selber beobachten können, dass die Ausbringung von Kompost eine deutliche Arbeitserleichterung ist. Der Miststreuer ist massiv entlastet, die Streuweite hat sich erhöht und der Miststreuer ist auch wesentlich leichter zu reinigen. Da wir für unseren Betrieb keinen eigenen Miststreuer haben, ist es in der Vergangenheit so gewesen, dass wir den ausgeliehenen Miststreuer immer sehr gründlich gereinigt haben und die Zeit, die wir jetzt aufgewendet haben mit dem kompostierten Material, war deutlich, deutlich geringer als in den Vorjahren. Der besondere Vorteil ist, dass der Kompost sofort Boden und Pflanzen verfügbar ist und damit eben auch über die Mikroorganismen in ganz kurzer Zeit in den Boden hineingebracht wird und eingearbeitet wird. Und das führt dazu bei, dass wir einen guten Humusaufbau erreichen und über den Humusaufbau auch eine erhöhte Wasseraufnahmefähigkeit des Bodens haben. Das ist besonders wichtig, wenn wir mal eine große Sonneneinstrahlung im Sommer haben. Unsere Böden geben dann immer nach und nach das Wasser an die Pflanzen ab. Und das Gleiche ist auch bei Starkregen so, dass der Boden in der Lage ist, wesentlich mehr Wasser aufzunehmen, ohne dass gleich an der Oberfläche Rinnsale entstehen und eine Erosion zu merken ist. Besucht uns mal auf unserer Webseite, schaut euch an, was es an Neuigkeiten gibt und euch herzlichen Dank fürs Zuhören. Alles Gute von Native Power.